Oi, da was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Wir haben hier Dennis Sportmann. Der wird uns mal sein Deck zeigen, mit dem er in letzter Zeit unsere Online-Liga dominiert. Servus, Jungs. Also, ich spiele Salzhorn Performance. 3 Wolf. 3 Raiden. 2 Felis. 2 Lumina. 1 Lila. Das ist der Lightsworn Core. Die Performance. 3 Headtricker. 3 Juggler. Und nur 2 Trick Clone. Weil sie meistens sowieso mild und 3 bei mir in den Test zu Ploggy kommen. Reichen, Hattricker ist meistens eh der wichtigere. 2 Goblinberg, der vor allem wichtig, wenn man Felis oder Wolf tot zieht, dass man damit holen kann und sowieso im First Turn direkt auf den Nerva gehen zu können. 1000 Blades, Schutz vor OTK, wenn es mal ist, kann ich am Leben halten und den Kombo mit Trick Down kommt er auch, wenn man den Effekt macht. Photon Thrasher, eine Bulb, bei den Scales, Doppel Galaxy Cyclone, jetzt gerade vor allem ganz gut mit den Scales, um auch Scale-Checks schießen zu können, wenn man sie rausmeldet. Wenn man sie gegen Magician, Pete oder Magic Spectre auf die Hand zieht, die spielen nicht viele Traps, teilweise 1-2 wenn überhaupt, wenn man sie hat, dann kommt sie. Kann man auch recht oft einfach nur Set legen als Bluff. Wird sie vielleicht auch mal für ein Dragon Pit geschossen, dann kann sie sowieso Scale schießen, wenn man sie nicht wegbekommt. Also zweimal gegen Rogue Decks oder gegen, gegen die Scales, man braucht sie einfach nicht. 3 Solar Recharge. Also Servus mit dran. Doppelt 3 Instant Fusion. Eine Foolish, eine Raigeki, Reinforcement, Soul Charge und die Traps. Gerade Breakthrough Skill und Warning. Emptiness finde ich gerade irgendwie nicht so gut, vor allem Lightsworn nicht unbedingt. Zone of Warning ist gerade zu gut, um sie eben Main zu haben, gerade auf alles, was pendelt, dass man eben ein komplettes Board mal wegkommen kann. Und Breakthrough Skill finde ich auch momentan zu stark, um sie nicht zu spielen. Ich würde sogar eher 2 spielen, aber habe gerade ein bisschen Platzprobleme. Side Deck sind 3 Horn. Gegen alles, was pendelt oder was hart auf internes Summons geht. 3 magischer Quell, wie schon mal im Tech Talk angekündigt. Einfach gute Karte. 3 MSTs, auch alles, was Rogue ist oder wo du es halt brauchst. Doppel Dark Hole, board ich vor allem gegen Magicians, wenn sie anfangen mit Mist Valley Bird oder Kirin und so weiter, einfach um Boards zu brechen. Auch gegen Pepe board ich sie rein. Ihr Standard-Play ist meistens alles raushauen. Wenn man das Board einmal wegbekommen hat, sie haben zwar immer noch Ressourcen, können immer noch spielen, aber wenn das Startboard einmal komplett weg ist und du kommst durch, dann haben sie wirklich Schwierigkeiten. Auch gegen alles Mögliche, was in die Fiends boardet. Lightsworn hat schon immer das Problem gehabt, gerade mit Jesse's Fiend hat das Deck schon zu oft gekillt. Deswegen fast Pflicht. 2 Max C reichen auch aus und 2 Denko. BA und so weiter. Side-Deck ist jetzt ein bisschen auf unsere Locals ausgerichtet. Wenn ich jetzt irgendwo ein Big Event spielen würde, würde sich das natürlich noch ändern, aber das ist jetzt eher so darauf ausgerichtet, was bei uns die Locals aussehen. Extra-Deck, eine Minerva, ein Castell, Dweller, Trapezmagier, Emerald, Direwolf. Direwolf in dem Deck ziemlich gut, weil man sowieso die Vierer spammen kann, wie blöd. Das heißt, du kannst auch mal Castell-Effekt machen, was weghauen, dann Direwolf den wegschießen. Man kann mit Direwolf auf Felis oder Wolf schießen, kommt in dem Deck ziemlich stark. 2 Norden. Naturia Beast. Dürfte sich erklären, warum wichtig ist, sie zu spielen. Ein Michael. Doppel Omega. Starlight, eine der besten Karten im Extra Deck. Der haut so extrem oft den letzten Schaden durch, Manphase 2, um zu killen. Also echt extrem gute Karte. Auch gegen Cosmo relativ stark. Aber im Generellen die Karte sehr unterschätzt und extrem stark. Alles, was auf 8er Synchro kommen kann, sollte das spielen. Gerade jetzt, wo man wirklich komplette Boards bei Pebble, Magician und sowas wegschießen kann, damit wirklich stark. Teste ich gerade noch einen Stardust Dragon, der auch Dragon Pit negaten kann, Wavering Eyes negaten kann. Sonst alles generell. Den könnte man cutten, ist gerade nur zum Test drin, kommt bisher nicht so großartig. Und ein Trishula.
Wie findest du das Deck zurzeit im Meta und dann in Zukunft? Also es ist jetzt momentan ziemlich stark. Es hat ein extrem gutes Beeple-Matchup, es hat ein sehr gutes Cosmo-Matchup auch. Der Vorteil ist einfach von dem Deck, wenn man die Minerva hat, kann man spielen und die Leute können sich auf Lightsworn einfach nicht einstellen, weil einfach kaum einer Minerva hat und ohne Minerva ist es nicht gut spielbar. Es hat extrem krasse Eröffnungsplays. Es kommt ziemlich oft vor, dass man Minerva Doppel Omega und noch zusätzliches Monster startet. Es hat sehr starke Comebacks. Du kannst aus dem Nichts heraus, kannst du komplette Boards wieder hinlegen. Selbst wenn dein Board einmal weggehauen wird, du kannst so gut recyceln, du kannst so schnell und stark wieder was rauslegen. Es ist sehr flexibel. Es kann auf fast alles Antworten geben. Das Board ist auch recht flexibel. Extra Deck gibt Möglichkeiten auf alles, was du brauchst. Und denke, es wird auch in Zukunft gut sein. Man muss sich natürlich anpassen, jetzt wenn Bosch rauskommt, muss man schauen, in welche Richtung man was noch verändert. Aber momentan finde ich, ist eines der stärksten Decks, wenn man es dann spielen kann. Alter, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten, bleibt mäßig.